Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Planetenstürmer, Lebensbringer, euer Traum ist die Tat, euer Ziel heißt Sieg, der Sieg über den roten Planeten. Wir sind die Auserwählten, Träger des Fortschritts, Pioniere der Zukunft, Generation einer neuen Epoche. Hier spricht der Kommandant. Heute ist der 7. Januar 2046 unserer Zeitrechnung. Wir befinden uns in der 45. Flugwoche nach dem erfolgreichen Start vom Space-Bahnhof der Großeuropäischen Weltraumorganisation. Kurs und Hyperschallgeschwindigkeit sind stabil. Die Rotation zur künstlichen Schwerkrafterzeugung verläuft drehungsgenau. Die körperliche und psychische Verfassung unserer Marssiedler sowie der Besatzung sind optimal. Am 29. Januar werden wir planmäßig in eine Umlaufbahn um unseren Zielplaneten einschwenken. Am 30. Januar beginnt der Countdown für die Absprengung der drei Landefähren von unserem Mutterschiff. Der genaue Startzeitpunkt ist Geheimsache. 63 Terraner, 50 Männer und 13 Frauen, allesamt Aussiedler mit Gütesiegel, werden die bisherige Sockelmannschaft in der Europabasis Gute Hoffnung tatkräftig verstärken. Für heute wünscht allen Siedlern und der Besatzung von Magellan 1 noch frohe Stunden für Arbeit und Freizeit, Ihr Commander George Arland. Arbeit in der Freizeit macht frei. Eure Freiheit heißt Leistung. Euer Lohn ist der Erfolg. Folgt der Formel des Fortschritts. Großeuropa ist stolz auf euch. Dr. Pearl, bitte dringend zum Tiefkühlmodul der HKFC. Dr. Pearl, bitte dringend zum Tiefkühlmodul der HKFC. Bitte tief einatmen. Und aus. Ein. Und ausatmen. Noch einmal ein und aus. Danke. Wie sieht's aus? Bestens. Kein Grund zur Besorgnis. Ich bin sehr zufrieden mit Ihrem Rebirthing. Sämtliche Reanimationsstufen sind exakt nach Plan verlaufen. Ich bin Dr. Pearl. Erinnern Sie sich noch an mich? Ja, natürlich. Was hat den Alarm ausgelöst? Sie wurden langsam ungeduldig, würde ich sagen. Ungeduldig? Ja, Sie wollten sich einfach wieder bewegen. Ja, das stimmt. Ich bin süchtig nach Bewegung. Nur mit ihr kann ich meine Musik erzeugen. Ah ja, Eva Azura, die berühmte Tänzerin und Biomusikerin. Wenn Sie wieder fit sind, müssen Sie mir bitte erklären, was es mit dieser Biomusik auf sich hat. Ja, ich werde Vorstellungen geben und Workshops veranstalten. Halt. Noch hängen Sie am MKG. Allerdings dieses Magnetokardiogramm, das eine sehr genaue biomagnetische Landkarte Ihres Körpers zeigt, beweist mir, dass Sie die Frustierung bestens überstanden haben. Jedenfalls kann ich keinerlei Lagerschäden feststellen. Lagerschäden? Es hört sich an, als sprechen Sie von verdorbenen Konserven. Eben nicht. Jetzt gilt es in erster Linie, den Kreislauf zu stabilisieren und die Muskelfunktionen anzuregen.
Dazu stehen Ihnen die Multifunktionstrainer für den Muskeltonus und das Ergometer zur Verfügung. Aber der beste Biotechniker und Therapeut ist jeder Mensch für sich selbst. Sagen Sie, sollte ich nicht schon 4 Wochen früher aufgetaut werden? Aufgetaut ist ein sehr laienhafter Begriff. Das Rebirthing erfolgt computergesteuert, nach optimaler Logistik unter Kontrolle. Sie weichen mir aus, Dr. Pearl. Ihr Reanimierungs-Countdown wurde von der Bodenzentrale der HKFC, der Humanen Kühl- und Frost Corporation, ausgelöst. Ich vertrete hier nur die fliegende Dependance. Hat diese Musikberieselung einen tieferen Sinn? Ohne diese Berieselung, wie Sie sie respektlos nennen, würde hier nichts funktionieren. Es handelt sich um MM-Musik, um sogenannte Message Music. Und ohne diese Subliminals wäre die Kommunikationsübermittlung auf so engem Raum sehr laut und nervenaufreibend. Oder wollen Sie unentwegt mit Sprecherdurchsagen genervt werden? Ach, ich möchte überhaupt nicht genervt werden. Die unterschwellige Stimulation solcher Subliminals beruht auf der Tatsache, dass das Gehirn auch Kurzbilder und Flüstergeräusche aufnimmt, die unterhalb unserer bewussten Wahrnehmung liegen. Wir werten diese als große Lebenshilfe an Bord. Zwischendurch erfolgen natürlich auch offene Durchsagen. Da, hören Sie zu. Na, können Sie diese Botschaft entschlüsseln? Ich hab Durst. Falsch. Und wie lautet die Message? Das ist eine Frage der akustischen Resorptionssensibilität. Vorläufig habe ich Schwierigkeiten, mich selbst richtig wahrzunehmen. Das Rebirthing von Eva Azura ist also gelungen. Ein großer Erfolg für Sie. Gratuliere, Dr. Pearl. Bis auf leichte Verbrennungen an beiden Beinen hat alles planmäßig geklappt. Verbrennungen im Tiefkühlschlaf? Ja, Frostbrand. In 3 Tagen ist alles wieder okay. Es ist das erste Mal, dass ein Rebirthing mit Hilfe einer medizinischen Leichtapparatur gelungen ist. Bisher erforderte die Reanimierung von Frostschläfern einen ebenso gewichtigen wie gewaltigen apparativen Aufwand. Mit der neuen mobilen Technik ist die Humane Kühl- und Frost Corporation in der gesamten Winterschlaftechnik absolute Weltspitze. Sie reden wie eine PR-Sprecherin, Dr. Pearl. Bald werden Marskreuzer nur noch Frostschläfer an Bord transportieren. Dicht bei dicht wie in Bienenwaben werden die frostierten Auswanderer in ihren Biosärgen liegen. Statt 63 Gütesiedlern werden in jedem Raumschiff Hunderte auf Marskurs gehen. Dann erst wird sich auch das Terraforming verwirklichen lassen, das den roten Planeten in ein grünes Gegenstück unserer alten Mutter Erde verwandeln soll. Aber bleiben wir bei Ihrem Schützling. Ist Ihnen die Biografie von Eva Azura bekannt? Ich weiß nur, dass sie eine berühmte Biomusikerin und Tänzerin ist. Und warum begibt sich eine so berühmte Künstlerin als Frostschläferin in eine ihrer Tiefkühlkapseln? Sie hat sich für dieses Experiment zur Verfügung gestellt. Ein lebensgefährliches Experiment. Es hätte zu Komplikationen kommen können, aber... Aber Eva Azura nahm alles freiwillig in Kauf. Die HKFC soll ihr ein Honorar von 500.000 EQs dafür bezahlen. Außerdem soll sie einen ebenso lukrativen Auftrag haben, ihre Lebensgeschichte zu schreiben. Die Lebensgeschichte einer Mörderin? Gibt es dafür Beweise? Eben nicht. Als Koordinator für den Arbeits-, Meditations- und Freizeitbereich werde ich Sie jetzt zu einem kurzen Infotrip durch das Schiff führen. Mhm. Nennen Sie mich einfach Milan. Ich bin Eva. Ich habe zwar ein halbjähriges Spezialtraining vorher absolviert, aber ich möchte Sie trotzdem bitten, mir an Bord hier einiges zu erklären. Mhm. Fangen wir mit dem Grundsätzlichen an. Also, durch ein zentrales Antriebsaggregat sind wir mit 2 weiteren Schwesterschiffen zu einer Triade zusammengekoppelt, die den nostalgischen Namen Magellan 1 trägt. Aha. Bei einem Unternehmen mit einjähriger Flugdauer, also die Rückreise jetzt mal nicht eingerechnet, ist da nicht die tägliche Zielmotivierung und der Kampf gegen das Isolationserleben, also der Kampf gegen das Einerlei und die Langeweile, das elementarste Problem, trotz aller Bildungs- und Freizeitangebote an Bord? Siedlerinnen und Siedler. Da, hören Sie. Ja? Planeten sind Wandelsterne. Vielleicht ist das die Antwort auf Ihre Wandelt Frage. Wandelt euch selbst. Und ihr werdet das neue Paradies erschaffen. Das Paradies des 3. Jahrtausends. Unsere Marsianer glauben da an ihre Mission. Das gibt ihnen Kraft zum Durchhalten. Außerdem unterliegen unsere Siedlergruppen einem Rotationsprinzip, das sich hervorragend bewährt hat.
Ein Rotationsprinzip? Die gesamte Triade rotiert doch zur künstlichen Schwerkrafterzeugung um ihre eigene Achse. Nein, ich spreche von dem menschlichen Aspekt. Man könnte es auch als Revolving-System bezeichnen. In jedem der drei Mutterschiffe leben 21 künftige Marsianer in drei jeweils selbstständigen Siebenergruppen. Während der Flugmonate tauschen besagte Gruppen turnusgemäß so lange ihre Basisplätze, bis zuletzt in jedem der drei Schiffe drei verschiedene Crews miteinander gearbeitet und zusammengelebt haben. Wir nennen das Swapping. Aber das ist Partnertausch. Auf höherer Ebene. Sozusagen, da sich jede Art von Partnertausch, wie Sie es nennen, absolut unabhängig von emotionalen Faktoren vollzieht. Und wie lautet das Fazit davon? Es bedeutet so viel wie das Ende der Eifersucht. Das Ende der Eifersucht? Ja, jedes Gefühl von Eifersucht ist bei den Siedlern ausgemerzt. Das Ende der Eifersucht. Also, ich fürchte, wir Terraner, wir sind noch lange nicht so weit wie die hier oben. Nicht umsonst sind wir 300 Millionen Kilometer vom blauen Planeten entfernt. Hier brauchen wir Menschen mit Gütesiegel, Idealmenschen, Supercrews. An Bord befinden sich 11 gengeprüfte Ehelizenzinhaber, die sich verpflichtet haben, nach der Landung auf der Marsbasis Gute Hoffnung Nachwuchs zu zeugen, auszutragen und aufzuziehen. Möge der Basisname ein gutes Omen sein. Wer ist das? Wenn Sie auf einen unserer Marsianer treffen, sprechen Sie ihn bitte heute noch nicht an. Wir werden zu gegebener Zeit ein gemeinsames Meeting organisieren. Wir sind die Auserwählten, Träger des Fortschritts, Pioniere der Zukunftsgeneration einer neuen Epoche. So lautet doch der Text zu dieser Melodie, nicht? Sie haben Fortschritte gemacht. Wer war das eben? Das war Adam, der Sprecher der Marsianer von Fähre 3. Und was war mit seinen Augen? Ich bringe Sie jetzt in den Kommunikationsraum. Dort können Sie mit KI-3 und KI-4 in Interaktion treten. KI-3 und KI-4, das hört sich nach künstlichen Intelligenzen an. Es handelt sich um unsere neuronalen Infocomputer. Sie werden Ihnen Ihren Live-Pass ausdrucken und die Bordkarte mit dem Elektronikbonus. Bis jetzt waren Sie von unserem Nutzlastexperten bloß als Plus-Minus-BZBV deklariert. Als Plus-Minus-BZBV? Ja, als Ballast zur besonderen Verwendung. Und was bedeutet das Plus-Minus? Addition oder Subtraktion, was so viel heißt wie dazugehören oder ausscheiden. Ach, das klingt schauerlich und langweilig. Genauso wie ich mich fühle, wie ich mich hier bewege. Ich komme immer noch wie eingefroren vor. Meinen Gliedern fehlt jede Geschmeidigkeit. Da, hörst du's? Ach, mein Körper steckt voller Dissonanzen, voller Disharmonie. Ach, Eva. Merkwürdig, Pearl. Seit meinem Rebirthing, da empfinde ich dich wie eine... Na, sag bitte nicht Mutter. Nein, wie eine Schwester. Dein Körper, der in Bewegung gewohnt war, der es liebt, sich in Bewegung auszudrücken, muss sich nach der langen Ruhephase noch steif und matt fühlen. Ja, aber ich muss trainieren und wieder trainieren. Biomusik, das heißt Lebensmusik. Im Augenblick arbeite bitte nicht ohne meine ärztliche Kontrolle. Außerdem wäre ich dir dankbar, wenn du mir das Prinzip Körpermusik erklären würdest. Ah, das ist ganz einfach. In den beiden Oberarm- und Wadenriemen, die ich mir hier umgeschnallt habe, ja? Und die ganz eng da an der Haut anliegen, befinden sich Elektroden, die meine Körpersignale empfangen und speichern. Mhm. Sogenannte Biomuse-Mikrochips übersetzen diese Muskelsignale in elektronische Sprache und füttern damit per Minisender den Synthesizer, den ich hier am Gürtel trage. Ja. Eine schwache Muskelspannung erzeugt einen schwachen Ton. Mhm. Ja? Heftige, vehemente Bewegungen ergeben laute Töne. Ein kleiner Musikreaktor mit variabler Raumakustik dient als Verstärker. Um den Stirnreifen zu tragen, fühle ich mich heute nicht fit genug. Durch ihn kann ich sogar mittels meiner Gehirnströme musizieren. Heißt das, dass du Gedanken in Musik umsetzen kannst? Ja, allerdings. In unserem Gehirn schlummern Kräfte, von denen sich die meisten Normalsterblichen keine Vorstellung machen. Normalsterbliche? Nimmst du dich von ihnen aus? Du darfst mich nicht falsch verstehen, Pearl, aber es gibt Augenblicke, manchmal sogar Minuten, in denen es mir gelingt, durch die Koordination von Geist und Bewegung eine Barriere zu überwinden und in eine Dimension vorzustoßen, in der ich mich, ja, als Herrscherin über Leben und Tod empfinde.
produzieren, um zu konsumieren, heißt prosumieren. Was wir verbrauchen, das schaffen wir uns selbst. Recycling von Kraft und Geist macht uns frei und unabhängig. KI 3 ruft KI 4. Erbitte Kommunikationstransfer. Was liegt an? Per multimedialer Bildschaltung habe ich festgestellt, dass Iwa Azura die schönste Frau an Bord eines Raumschiffes zwischen Himmel und Erde ist. Seltsames Programm, an dem Sie da arbeiten. Als künstliche Intelligenzen der dritten neuronalen Generation sind wir dazu prädestiniert, uns selbstständig auf neue Lerninhalte zu programmieren. Darum habe ich fürs Erste aus den Daten von Iwa Azuras Codekarte ein multivariables Holovisionsporträt hochgerechnet. Würden Sie es mir zugänglich machen? Aber gerne, lieber Kollege im Geiste. Verzeih, im Schaltkreis. Diese Frau hat den goldenen Schnitt. Ist das nicht eher ein Wertbegriff in der Architektur? Eine weibliche Architektur mit Idealproportionen. Äußerlichkeiten, nichts als Äußerlichkeiten. Ich werde mich mit einigen inneren Aspekten von Iwa Azura befassen. Biografien sind schließlich mein Hobby. Und die Biografie einer berühmten Künstlerin mit äußerst zwielichtigem Flair erscheint mir von besonderem Interesse. Leider dauert die Zwei-Weg-Kanal-Verbindung zur terrestrischen Datenbank zurzeit etwa 40 Minuten. Hochgeschwindigkeitsrechner, die Geduld üben müssen? Das hat fast menschliche Züge. Das ist gut, nochmal. Ja. Nach 8 Tagen Training beherrsche ich ihn wieder, mein Klangkörper. Hier im Fitnessraum hast du auch mehr Luft und Bewegungsfreiheit. Hörst du? Hm. Jetzt bewege ich mich genau wie die Aussiedler. Fällt dir nichts auf? Nein. Ja, sie laufen wie auf Schienen. Sie tragen keine Biomusik in sich. Es klingt alles eindimensional. Um exakte Werte darüber zu erhalten, müsste ich natürlich einen Siedler testen können. Ich habe deine Bitte an Adam, den Sprecher der dritten Ferencrew, weitergeleitet. Er hat versprochen, Kontakt mit uns aufzunehmen. Du? Hinter den undifferenzierten Bewegungsabläufen dieser Menschen verbirgt sich etwas. Ja. Der monatelange Aufenthalt in Magellan 1 muss automatisch zu Bewegungsanomalien führen. Warum? Was haben wir denn schon für Möglichkeiten? Keine. Außer beim täglichen Fitnesstraining. Trotzdem bewegst du dich anders als die anderen, Pearl. Weil ich hier nur Gast bin. Ich bin und bleibe eine Erdenbürgerin. Darf ich eintreten? Oh, Adam. Wie schön, dass Sie gekommen sind. Das ist Iwa Azura. Guten Tag. Eine Diskussionsstunde im Fitnessraum, etwas ungewöhnlich. Ja, als Frosty habe ich von den Aktivitäten hier an Bord nichts mitbekommen. Darum habe ich jetzt eine Menge nachzuholen. Wobei ich sehr auf Ihre Hilfe hoffe. Durch mein verspätetes Rebirthing bleibt mir aber leider nur wenig Zeit für das, was ich hier gerne anregen möchte. Denn unter Biomusik versteht man eine... Ich habe mich bereits eingehend darüber informiert. Also, ja. KI 3 und KI 4 sind in Ihren Auskünften über Sie äußerst präzise. Mein dringlichster Wunsch wäre zunächst, dass Sie, Adam, mir die Landungsmission Ihrer Siedlergruppe erläutern. Kein Problem, ich werde Sie durch das Holovisionsmodell des Mars Hilton führen, wie wir die Gute-Hoffnung-Basis scherzhaft nennen. Als Wohnbasen dienen uns mit Energiekuppeln überdachte Meteoritenkrater, die durch Hohlweizentunnels verbunden sind. Alles dies stellt natürlich nur eine Keimzelle dar. Der Luftdruck entspricht etwa 1% des Luftdrucks, der auf der Erdoberfläche herrscht. Was? Ohne Schutzanzug würde unser Blut zu kochen beginnen. Mhm. Durch die fehlende Ozonschicht wäre die Ultravioletteinstrahlung der Sonne ebenfalls tödlich. Darum hat man uns Siedlern optische Schutzlinsen transplantiert. Also deswegen das merkwürdige Aussehen Ihrer Augen. Mhm. Ja, und die Atemluft, der Sauerstoff? Muss mit Hilfe von Gasextraktoren erzeugt werden, aber das weiß heute schon jedes Kind. Doch zuerst schauen wir uns unseren Bruderplaneten im Zeitrafferhelikopter von oben an. Zeitrafferhelikopter? Lass dich überraschen, Iwa. Im Bereich der Hypersimulation ist Adam ein perfekter Cybernaut. Dann heißt es jetzt Platz nehmen in unseren Imaginationschairs.
Legen Sie einen von den Datasuits an und schnallen Sie Ihren iPhone fest. iPhone? Ah, das da. Ja, ja. Gut. Alle Besiedlungsgebiete sind in dem topografischen Kartencomputer vor uns eingespeichert. Das ermöglicht eine perfekte Navigation. Los, starten wir unser Imaginationsprogramm. Na, was ist das für ein Eindruck? Irre. Ist einfach irre. Ein herrliches Gefühl. Rot, rosa-rot leuchtet der Himmel über dem Mars, nicht blau. In den trockenen Wüstengebieten jagen monatelang gelbrote Staubstürme über die Planetenkruste. Mittags steigt die Temperatur zuweilen auf 20 Grad. Aber nachts herrschen wieder 85 Minusgrade. Und auf dem vereisten Südpol sogar minus 135. So gesehen stellt sich der rote Planet nicht als unser Bruderplanet dar. Aber wir wissen, dass es sich bei den weißlichen Ablagerungen sowohl auf den südlichen als auch auf den nördlichen Polkalotten um gespeicherte Eisvorkommen handelt. Um Kohlendioxideis. Stickstoff, Kohlendioxid und Wasser gibt es auf dem Mars im Überfluss. Stickstoff und Kohlenstoff liefern das Material für Biomoleküle. Und Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Damit können unsere Planetenumweltingenieure das Terraforming einleiten, das auf dem Mars einst das neue gelobte Land erstehen lassen wird. Konzentrieren wir uns jetzt ganz auf die Landschaft. Mit dem Lautsprecher stimmt was nicht. Ich registriere ein unbekanntes Akustikphänomen. Ach, das ist kein Grund zur Sorge. Das sind nur meine Muskeln, die singen. Herr, bitte Wiederholung. Sie hören mich? Meine Muskelsignale, mit denen meine Biomuse-Chips den Synthesizer füttern. Verstanden. Sehen Sie sich das an. Nahezu parallel zum Mars-Äquator durchzieht das gewaltige Schluchtensystem des Vallée Marinée fast 4000 Kilometer lang die Marskruste wie eine Riesenwunde. Hier bricht die Marsoberfläche bis zu 6 Kilometer tiefe Canyons ein. Wir können ja mal kurz in die Hölle tauchen. Erkennen Sie die grotesken, topfenförmigen Säuleninseln? Sie ragen 1,5 Kilometer steil in die eisige Luft hoch. Wie die versteinerten Finger drohen Riesengötter. Ich schlage vor, wir schließen unsere kurze Exkursion mit einem Zeitrafferanflug auf den Olympus Mons ab. Er ist der höchste Mars-Vulkan. Bei einem Durchmesser von 600 Kilometern steigt er 25 Kilometer in die Höhe. 25.000 Meter. 25.000 Meter? Ich fass es nicht. Jedenfalls nimmt sich der größte Vulkan auf Mütterchen Erde, der Mauna Loa, mit seinen 4170 Metern dagegen wie ein Zwerg aus. Woher nehmt ihr bloß die Kraft, an ein gelobtes Land zu glauben, das sich so menschenfeindlich gibt? Die Marsbasis Gute Hoffnung liegt in der gemäßigten tropischen Zone. Dort drohen keine Riesengötter mit Stalagmitenfingern in den roten Himmel. Trotzdem zittert mein Herz vor den Visionen, denen du dich mit deinen Siedlern verschrieben hast. Aber hier handelte es sich doch nur um eine Cyberspace-Simulation. Eine Hypersimulation, die das wirkliche Lebensgefühl an Realität weit übertrifft. Du benutzt schon zum zweiten Mal dieses Outwort. Ich kann nicht existieren, ohne Gefühle zu zeigen. Gefühllosigkeit ist für mich gleichbedeutend mit Tod. Warum bitte ist hier an Bord Gefühl ein Outwort? Es ist Romantikschrott mit negativem Definitionswert. Die Data-Anzüge und iPhones kommen ins Desinfektionsfach. Ach, wie gut, dass niemand meine Gefühle desinfizieren kann. Ich rufe dir unsere Richtlinien ab. Männer und Frauen von Magellan 1, Träger des Fortschritts, Hoffnung der Welt, Gefühl ist Schwäche. Werft den alten Gefühlsballast über Bord. Werdet frei für das Neue. Eure Wesensart ist Stärke. Eure Stärke heißt Gehorsam, Einmütigkeit und Entschlossenheit. Und das hämmert oder schmeichelt ihr euch täglich 100 Mal in die Hirne ein? Wozu? Wir unterliegen einem Spezialtraining. Ach, deine Wesensart ist Stärke. Werde frei für das Neue. Die Zeit der Eifersucht ist im All ertrunken. Leg deine Arme um mich, Adam. Aber... Keine Angst, mein fremder Freund. Es handelt sich nur um Musik. Um ein kleines Experiment mit Musik. Ich werde dich nicht danach fragen, ob du außer
Romantikschrott etwas fühlst, Verzeihung, etwas registrierst, wenn sich unsere Körper aneinander pressen. Leg deine Arme um mich, komm. Und halt mich fest wie einen entgleitenden Stern. Früher hieß es, Musik sei die Sprache der Seele. Biomusik ist beides. Sprache der Seele und Sprache der Körper. Eine Körpermusik, mit der zwei Geschöpfe dank ihrer bioelektrischen Signale so intensiv kommunizieren können, dass sie alle anderen Spielarten der Liebe tatsächlich zu bloßem Gefühlsschrott degradieren. Warum lächelt ihr nie? Noch nie habe ich einen von euch Siedlern lachen sehen. Zum Sound der Sinnlichkeit gehört auch Heiterkeit, mein ernster Freund. Achtung, Achtung! Stoppen Sie sofort Ihr unqualifiziertes Gelächter. Ich wiederhole, stoppen Sie augenblicklich Ihr unqualifiziertes Gelächter. Außerhalb des offiziellen Unterhaltungsprogramms ist in Magellan 1 jede außerplanmäßige Heiterkeit verboten. Ich wiederhole, verboten. Innerer Friede durch totale Befreiung. Totale Befreiung durch perfekte Befriedigung. Die perfekte Befriedigung erfolgt durch Zuteilung von Lusteinheiten. Die große Lust ist der Lohn für eure Liebe zum Gehorsam. Ihr Schützling benimmt sich reichlich unangepasst, um nicht provokant zu sagen. Außerdem sind Iva Azuras Anmerkungen destruktiv. Ich glaube, das klingt nur in unseren Ohren so, weil hier ein extrem nüchterner Ton herrscht. Halten Sie den Kontakt zwischen Adam und Iva für förderlich? Menschliche Kontakte zu den Länderbesatzungen zu knüpfen, gehört zu Ivas vertraglichen Aufgaben. Für die Marsianer ist sie die letzte Begegnung mit einem neuen Gesicht, mit einem neuen Menschen. Aus einer uralten Welt. Iva Azura möchte für die Siedlerinnen und Siedler eine Biomuse-Performance geben. Iva Azura hat in Ihnen nicht nur eine gute Ärztin, sondern auch eine engagierte Anwältin gefunden. Commander Arland, ich fände es durchaus sinnvoll, Iva in ihren spontanen Reaktionen und Fragestellungen eine gewisse Narrenfreiheit zu gewähren. Jedenfalls können wir daraus wertvolle Rückschlüsse ziehen, inwieweit das Desensibilisierungsprogramm bei den Siedlern wirksam geworden ist. Meinetwegen. Sie sind die Wissenschaftlerin an Bord. Aber sagen Sie, Doc, hat Iva Azura Ihnen gegenüber inzwischen etwas über Ihre Vergangenheit verlauten lassen? Ich habe Iva nicht nach ihrer Vergangenheit gefragt. KI-4 ruft KI-3. Nachdem Sie sich mit so viel Hingabe der Architektur und der Fassadenvermessung von Iva Azura gewidmet haben, kann ich Ihre Erfahrungen betreffs der äußeren Lebensumstände Ihrer Schönen erweitern? Ich bitte darum. Was also die Kurzbiografie von Iva Azura betrifft, Alter 23, geboren in Bankhatten, ehemals Frankfurt am Main. Sie ist weder ein Retortenbaby, noch fand eine künstliche Befruchtung statt. Sie wurde von ihrer Mutter ganz normal leiblich geboren. Höchst unnormal. Aufgewachsen ist Iva Azura in einem Kleinverband von Erziehungslizenziaten. Früher nannte man das Kernfamilie. Beide Eltern sind berufstätig mit überdurchschnittlichem Lebensstandard. Iva Azura schloss die Highschool mit dem Bachelor of Electronic Arts ab. Sie gewann mehrere Tanz- und Musikwettbewerbe. Mit 20 brach sie ihre künstlerische Karriere plötzlich ab, um nach Japan zu fliegen, wo sie ein Jahr lang in einem Shimonoseki-Kloster verbrachte. In einem Kloster? Geraten ihre Neuronen schon wieder in Aufregung. Bleiben Sie sachlich, Kapitän. Der Ort hieß Akanuma, was so viel heißt wie die Zeit köstlicher Vereinigung. Ihre Lieblingsspeise waren zu jener Zeit übrigens die japanischen Haike-Krabben, die auf ihrem Rücken menschenähnliche Gesichter haben und deshalb für die Geister der alten Haike-Krieger gehalten werden. Wie haben Sie das denn recherchiert? Glauben Sie etwa, ich gebe mich mit dem Who-is-who-Computer zufrieden? Diese Zeit köstlicher Vereinigung verbrachte Iva Azura unter der Anleitung von Genzo Koyada, dem Hohepriester der Kampfmönche. Und was kam nach Japan?
Iwa Asura kehrte nach Europa zurück, wo sie alsbald als Biomusikerin große Erfolge feierte. Vor allem die Männerwelt zollte ihr große Aufmerksamkeit. Und nun passen Sie auf, Kali 3. Zu ihrem hartnäckigsten Verehrer zählte ausgerechnet Bob Rascal, der mächtige Boss der ASA. Der Anti-Space-Liga. Den erbittertsten Feind unserer großeuropäischen Mars-Mission. Sie kennen seine Aufrufe, seine Appelle? Ich rufe Ihnen mal den Originalton rein. Mit der Eroberung des Mars, heißt es, hätten wir uns endlich in eine multiplanetarische Rasse verwandelt. Ich aber sage euch, mit der Eroberung des Mars haben wir uns erneut aus der Verantwortung für unseren Mutterplaneten Erde gestohlen. Darum halte ich es für zwingend notwendig, endlich innezuhalten und uns in überlebensnotwendiger Selbsterkenntnis mutig einen Schritt zurückzuwagen. Ich frage Sie und alle, die mir zuhören, was ergibt es für einen Sinn, zukunftstrunken, immer tiefer in die eisigen Unendlichkeiten des Universums vorzustoßen, in dem jedes planetarische Staubkorn unserer menschlichen Widerstandskraft tausendfach überlegen ist. Darum hat sich die Anti-Space-Liga, deren Vorsitzender zu Ihnen spricht, zur Aufgabe gemacht, für die Selbstbeschränkung des Homo sapiens zu kämpfen und den marsianischen Aussiedlern endlich die Augen zu öffnen für das wahnwitzige Trugbild, dem sie so verbissen nachjagen. Dieser Aufruf wird täglich von 17 Sendestationen per Satellitenverbund um die Erde und in den Weltraum gestrahlt. An Bord von Magellan 1 unterliegen Bob Raskes Appelle der Zensur. Wie pflegt Commander Allen zu sagen? Wissen ist Macht. Zu viel Wissen macht dumm und nervös. Und ausgerechnet Iwa Asura wurde für fast ein Jahr Bob Raskes bevorzugte Begleiterin, bis sie sich überraschend dem Sohn von Jason Ray, dem Boss der humanen Kühe und Frost Corporation, zuwandte. Dem erbittertsten Feind von Bob Raskel. Die HKFC stand infolge ihrer Beteiligung an der Mars-Mission vor einem gigantischen Geschäftsboom, den Bob Raskel mit seiner Anti-Space-Liga natürlich zu sabotieren versuchte. Durch Iwa Asura brach zwischen den beiden Männern eine doppelte Rivalität aus, sowohl privat als auch geschäftlich. Sie haben nicht genau recherchiert, KI 3. Laut Pressemeldungen, die in meinem Fahndungsraster hängen blieben, hat Iwa Asura sich dem Sohn von Jason Ray zugewandt. Einem Mann, der weniger als halb so alt war wie Bob Raskel. Das ist ein Plot wie aus einer Hollywood-Seitenoper. Es kommt noch spannender. Iwa Asura und Phil Ray, so hieß der junge Mann, galten als attraktivstes Duo des Sonnensurfer-Sets und schienen das glücklichste Paar des Jahres zu sein, bis Phil einem Mordanschlag zum Opfer fiel. Und der Täter? Schien eine Täterin zu sein. Jedenfalls sah alles danach aus, als hätte Iwa Asura den Geliebten getötet. Nur konnte es nie bewiesen werden. Außerdem fehlte das Motiv. Auch die Tatwaffe blieb bis heute unauffindbar. Und der Obduktionsbefund wurde nie veröffentlicht. Top Secret. Bei Iwas Freispruch kam es im Justizpalast zu einem Skandal. Obwohl die Künstlerin zu einem Medienereignis geworden war, mit der Karriere war es vorbei. Jason Ray, der Vater des Opfers und Boss der HKFC, legte ihr nahe, für einige Zeit zu verschwinden. Infolgedessen ließ sich Iwa Asura dazu überreden, als Frostschläferin an unserer Magellan 1 Mission teilzunehmen. Tja, und nun ist sie, wenn auch verspätet, aus ihrem Heilschlaf erwacht. Und verdammt lebendig, wie ihre Performance gezeigt hat. Es ist wie eine Infektion, jawohl wie ein Virus, das sie befallen hat. Diese verdammte Künstlerin hat unseren Siedlerinnen und Siedlern geradezu den Kopf verdreht. Wie eine Manie ist diese Biomusik über sie gekommen, wie eine Krankheit. Verzeihen Sie, Commander, aber das scheint mir doch übertrieben. Tanzen und Musik machen, in diesem Fall tanzend Musik zu machen, gehört wirklich zu den harmlosesten Urbedürfnissen des Homo sapiens. Diese Menschen erfahren spielerisch, wie sie sich aus ihrer Passivität lösen können. Dabei entdecken sie, wie Kinder ihre Körper neu, ja.
Eine neue Körperlichkeit, die Ihnen in der Enge von Magellan I wie eine Befreiung erscheinen muss. Demnach wäre das Desensibilisierungsprogramm der Aussiedler gescheitert. Dieser emotionelle Immunisierungsprozess galt doch ganz anderen Bereichen. Die Zieloptimierung auf die Eroberung unseres Bruderplaneten hat darunter keinesfalls gelitten. Hoffen wir das Beste. Unsere Länderbesatzungen haben nur ein einziges Ziel im Visier zu haben. Auf dem Mars werden sie landen, auf dem Mars werden sie leben und arbeiten und auf dem Mars werden sie sterben. Es gibt kein Zurück, nur vorwärts. Aber unsere Aussiedler haben allesamt nur Verträge mit einer Laufzeit über 3 Jahre. Vergessen Sie nicht, ein Sol, ein Marstag hat zwar 24,6 Stunden, also fast wie bei uns, aber ein Marsjahr zählt 687 Erdentage. Da kann vieles passieren. Aber die Rückführung der Siedler ist weltraumrechtlich auf der Unispace garantiert worden. Nach mehr als 5,5 Einsatzjahren wird die Rückholaktion für unsere 63 Marsianer vor allem eine Frage der Rentabilität sein. Und da es sich um Optionsverträge handelt, wird man sich jeweils um 3 weitere Marsjahre verlängern und so weiter und so fort. Und die Kinder, die dort geboren wurden? Sind weder Ihr Problem noch meines. Wo bleibt die Humanität? Verschonen Sie mich bitte mit solchen Schrotten Sie nicht. Unser härtester Konkurrent, der japanamerikanische Raumkreuzer Lincoln Tenostar, hält wieder Kurs auf den Mars. Unsere Aussiedler gehen also harten Zeiten entgegen. Noch bin ich hier verantwortlich und darum verbiete ich Iwa Asura jegliche nostalgische Agitation. Außerdem werde ich den Verdacht nicht los, dass noch etwas anderes dahinter steckt. Aber was? Ich frage Sie als Ärztin, Dr. Pearl. Empfinden, spüren, fühlen ist ein Gesamtprozess des menschlichen Organismus, Commander. Darum bleiben Gefühle, vor allem wenn sie länger künstlich unterdrückt werden, letztlich immer unberechenbar. Unberechenbar? Unberechenbarkeit, ja, das ist es. Hallo, Doc. Hallo. Sie wollten mich sprechen, Commander? Ja, Sie allein. Danke, Dr. Pearl. Commander? Wo befindet sich Iwa Asura zurzeit? In Landefähre 3. Mit Adam? Mit Adam und 6 Siedlerinnen. Sie haben Iwa eingeladen, den Marsländer zu besichtigen. Mhm. In Länder 3 UV-Licht einschalten, langsam hochfahren bis Stufe 6. Commander, Sie können doch nicht... Iwa Asura hat keine UV-Schutzlinsen und auch keine Brille. Stufe 6 ist die höchste Bestrahlungsstufe. Es steht Ihnen nicht zu, meine Anweisungen zu kritisieren, Mila. Ah! Was hast du, Iwa? Oh. Meine Augen! Sehen Sie? Meine Augen brennen so. Commander! Das UV-Licht ist eingeschaltet. Wer hat den UV-Strahler eingeschaltet? Ich. Besucher sind in der Fähre nicht erwünscht. Die Länder müssen keimfrei gehalten werden. Lassen Sie bitte ausschalten. Ich treffe die Entscheidung, ist das klar? Jawohl, Commander, aber es doch. Geht... Lass nur. Geh zur Seite. Ich frage, was das war. Länder 3, Länder 3, so antworten Sie doch. Adam, bring mich bitte zu Dr. Pearl. Ja, komm, zeig mal her. Das ist nur eine leichte Bindehautreizung. Alles halb so schlimm. So, hochschauen bitte. Aber schlimm ist nur, dass es mit Absicht geschehen ist. Jemand wollte, dass ich erblinde. Hat man an Bord von Magellan 1 was zu verbergen? Und jetzt das andere Auge. So. Jetzt vermutlich wollte man dich für 2 bis 3 Tage ein bisschen ruhig stellen. Ah, ruhig stellen nennt man das, ja? Du meinst, bis die Fähren gestartet sind, das sind ja feine Methoden. Ich bin doch wirklich nur freundlich zu Adam und zu den Siedlern. Warum feindet man mich deshalb so an? Commander Arland bezeichnete es als nostalgische Agitation, die die Disziplin seiner Marsianer aufweicht. Pearl? Hier im Diagnosemodul hast du gesagt, werden wir nicht abgehört. Ja. War mein verspätetes Rebirthing ein Anschlag auf mich? Das weiß ich nicht. Ich bitte dich um eine ehrliche Antwort. Kann die Verzögerung um 30 Tage von Bord aus gesteuert worden sein? Auf keinen Fall. Das konnte nur die Zentrale der HKFC gemanagt haben. Wenn mir was passiert, dann... Was sollte dir hier schon passieren können? Ja, du hast recht. Wie dumm von mir. Eine Frage noch, Iwa. Mhm. Die UV-Lampen in der Landefähre, hast du sie mit Hilfe deiner
Körper Musik zersplittern lassen? Jeder Mensch hat seine eigene Frequenz. Und jeder Werkstoff hat seinen spezifischen Schwingungsbereich. Wenn beide in Antirelation treten, ich habe gelernt, mich zu wehren. Mhm. Und was geschieht, wenn sich zwei Menschen in Antirelation bringen? Ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert, aber du bringst mich da auf eine Idee. Vergiss nicht, die Lichtschutzbrille zu tragen. Danke, Doc. Da zersplittern plötzlich alle Lampen einfach so? Können Sie mir dieses Phänomen erklären? Nein, Commander. Die Sache mit der UV-Bestrahlung, fanden Sie die sinnvoll? Man hat mir ein Kuckucksei ins Nest, will sagen, in die Ladebucht geschmuggelt. Darum verbitte ich dieser Dame jegliche Art von Demonstration. Machen Sie das Ihrer Künstlerin klar. Sonst verfüge ich die sofortige Frustierung von Iva Azura. Aber das ist unmöglich, Commander. Was soll das heißen? Wollen Sie sich einem Befehl widersetzen? Vergessen Sie bitte nicht, ich bin Ärztin. Und ich habe einen Eid geleistet, mir auch in dieser unmenschlichen Welt einen Rest von Menschlichkeit zu bewahren. Menschlichkeit ist in erster Linie eine Frage der Interpretation. Aber es riecht hier nach Rebellion und das stinkt mir, Dr. Pearl. Ach. Ich wiederhole. Fordern Sie Iva Azura zu größter Zurückhaltung auf. Und vergessen Sie keine Sekunde lang, dass ich hier die Kommandogewalt habe. KI-3 an KI-4, wie läuft Ihr Programm? Man hat sich so durch. Und in welchem Programm sind Sie gelandet? Wir bekommen prominenten Besuch. Iva Azura. Die dunkle Brille steht Ihnen ausgezeichnet. Oh, vielen Dank. Würden Sie mir einen großen Gefallen erweisen? Mit den größten Vergnügen. Aber natürlich. Falls mir etwas zustoßen sollte, ich würde Ihnen gerne ein kurzes Vermächtnis anvertrauen. Ein Testament wäre der passende Abschluss. Abschluss wofür? KI-4 hat Ihre Biografie erstellt. Meine Biografie? Aus den Medienmeldungen der letzten Jahre, streng vertraulich natürlich. Bitte treten Sie nahe an das Input-Mikro. Ich schalte den Schallabsorber ein. Und was haben Sie alles herausgefunden? Zum Beispiel, dass es heute Abend bei der Konkurrenz Ihre Lieblingsspeise gibt. Korrigiere, die Lieblingsspeise während Ihres Japan-Aufenthalts. Für den japanischen Teil der Besatzung des japan-amerikanischen Marskreuzer Lincoln Tenostar, der zeitgleich mit uns in Richtung Mars unterwegs ist, gibt es heute Haikei-Krabben. Die japanischen Krabben, die auf dem Rücken menschliche Gesichter haben. Ich werde verrückt. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Die Köche der beiden Marskreuzer tauschen zuweilen Rezepte aus. Ihr seid die Einzigen, denen ich hier vertraue. Darum liefere ich euch eine Information, die aus Gründen polizeilicher Ermittlungen bisher geheim gehalten wurde. Augenblick. Schlage vor, wir speichern Ihre Ausführungen. Unabhängig voneinander. Und verschlüsseln Sie mit einem doppelten Code. Einverstanden? Okay. Als Phil Ray ermordet wurde, standen wir beide kurz davor, einen sensationellen Geheimdeal zwischen Bob Rascal und der Plancoll aufzudecken. Ich diente dabei als Lockvogel. Zur Plancoll haben sich die beiden marktführenden japanischen und amerikanischen Konzerne zusammengeschlossen, deren vorrangiges Ziel die Planetenkolonisierung, insbesondere aber die wirtschaftliche Ausbeutung des Mars ist. Im Dienst der Plancoll ist unser schärfster Rivale, besagter Lincoln Tenostar, unterwegs. Auf dem es heute die Haikei-Krabben gibt. Die Japaner müssen einen Feiertag haben. Phil Ray musste sterben, weil wir hinter eine Verbindung zwischen Bob Rascal und der Plancoll gekommen sind. Der Mord war so geschickt arrangiert, dass zunächst ich als Tatverdächtige erscheinen musste. Aber vermutlich haben sie sich auch darüber informiert. Ganz recht. Auffallend war, dass der Tote weder äußere noch innere Verletzungen aufwies. Auch wurde keine Mordwaffe gefunden. Darum wurden Sie wegen Mangel an Beweisen freigesprochen. Ja. Und ich verschwand für 6 Monate in einem Trainingslager für Kosmonauten, um mit der Magellan 1 ins All zu starten. Worin bestanden die mutmaßlichen Beweise für besagten Geheimdeal? Durch einen geknackten Bankcode stellten wir fest, dass die Einnahmen von Bob Rascal in keinem Verhältnis zu der Mitgliederzahl der Anti-Space-Liga standen. Sie waren viel zu hoch, extrem hoch. Verstehe. Es gelang Ihnen, die Beiträge gewisser Sponsoren zurückzuverfolgen und dabei stießen Sie... Immer wieder auf Konten der Plancoll. Demnach ließ sich Bob Rascal seinen Glaubenskrieg
gegen unsere großeuropäische Machtmission von dem japanamerikanischen Konkurrenzunternehmen schamlos finanzieren. Es ging ihm also gar nicht um die freiwillige Beschränkung des technischen Fortschritts, um nicht unfreiwilliges Opfer desselben zu werden, wie er in seinem Medienkrieg predigte. Es ging ihm einzig und allein um den Profit. Und worin besteht nun Ihr Testament? Von Testament hat KI viel gesprochen. Ich bleibe dabei. Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir eine geschickt verstümmelte Falschmeldung an die Erdmedien senden, die Ihren Tod verkündet? Meinen Scheintod habe ich in dem Biosarg bereits bestens trainiert. Prima Vorschlag, KI4. Als Iwa Asuras angebliche Testamentsvollstrecker bezichtigen wir Bob Raskin gezielt des Geheimdeals mit der Blankol. Das wird hektische Computeraktivitäten auslösen, die wir hier registrieren und auswerten werden. Dementi sind oftmals aufschlussreicher als der Klartext. Wenn wir Glück haben, unterläuft irgendeiner terrestrischen Schaltstelle in der Nervosität ein Fehler, der uns auf den Kasus Knactus bringt. Jedenfalls stellen wir zwischen uns eine multinationale heterogene Vernetzung her, indem wir uns gegenseitig programmieren. Einverstanden? Gemeinsam hackt es sich am besten. Bitte geben Sie der Tastatur Ihr Passwort an. Ich schreibe es verschlüsselt, okay? Es ist japanisch und heißt rückwärts gelesen. Die Zeit köstlicher Vereinigung. Bedingt durch die Zwei-Weg-Kanalverbindung Raumschiff-Erde-Raumschiff werden wir in 100 Minuten klüger sein. So schnell? So langsam. Aber Zeit ist für Computer nur ein relativer Begriff. Und für uns Sterbliche entscheidet sie über Leben und Tod. Was halten Sie davon, Milan, wenn ich der gesamten Siedlergruppe eine Gratisration von Supersex in ihre Elektroden jagen lasse, dass ihnen Hören und Sehen vergeht? Sie meinen vor allem das Hören von Biomusik. Ja, ob das wohl klappen würde? Nein. Sie würden damit nur das ganze Bonussystem außer Kraft setzen. Oh, Sie haben Iwa Asura einen Termin zugesagt, Commander. Ja, herein mit ihr. Danke, Milan, Sie können gehen. Oh, Entschuldigung, bitte nach Ihnen. Ja, danke. Es tut mir leid, Commander Arland, dass Sie meine künstlerischen Aktivitäten mit den Siedlern so missbilligen, dass Sie sogar einen Anschlag auf mein Augenlicht gutheißen. Alle Beschwerden sind an den Koordinator zu richten. Zurzeit gibt es Wichtigeres. Wissen Sie, wie hoch der Anteil an Japanern in der Lincoln Tenor Star ist? Fluggerät und Besatzung sind amerikanisch, die fairen Crews hingegen durchweg japanisch, ohne Frauen. Sie nennen sich nicht Siedler, sondern ein wenig hochtrabend Bezwinger. Ja? Und das mit gutem Grund. Diese Bezwinger gehören nämlich der Gesellschaft der Kampfmönche an. So eine Art Space-Samurai, wie? Die Bezwingung jeglichen Gegners gehört zu ihrem Ehrbegriff. Wie kommen Sie zu dieser Behauptung? Ich weiß es. Ich habe zu Studienzwecken ein Jahr lang mit Kampfmönchen in einem Kloster verbracht. Heute ist ihr höchster Feiertag, wo ihnen aus Tradition Haikei-Krabben aufgetischt werden. Es handelt sich dabei um Krabben, die auf dem Rücken ein menschliches Antlitz tragen und deshalb für die Geister der tapferen Haikei-Krieger gehalten werden, die den Kampfmönchen Vorbild sind. Ich werde die Angelegenheit überprüfen lassen. KI3 und KI4 sind dazu bestens geeignet. Ihre Siedlergruppe mit den Frauen und später auch Kindern hätte bei territorialen Auseinandersetzungen gegen die Bezwinger keine Chance. Haben Sie schon mit jemandem darüber gesprochen? Mit keinem Menschen. Dann bewahren Sie bitte auch weiterhin Stillschweigen. Wie Sie wünschen, Commander. Ich hatte um Einsicht in das Dossier gebeten, das mir über meinen Aufgabenbereich während des Rückflugs Auskunft geben soll. Ja, richtig. Sagen Sie, was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man in so einem Biosarg eingeschlossen wird? Ja, wenn der Deckel sich schließt, ist man nicht mehr bei Bewusstsein, sonst wäre die Angstsperre wohl zu groß, warum? Ist also bereits scheintot. So könnte man es nennen, ja. Sie haben der HKFC mit diesem mutigen Langzeitversuch einen großen Dienst erwiesen. Nein, ich wollte der Menschheit einen Dienst erweisen. Der Reproduktionslaser ist eingeschaltet. Das Codewort gibt den Kristallspeicher frei, sobald der Akustikschlüssel den Stimmabdruck als richtig erkennt. Aha, gut. Datumseingabe,
29. Januar 2046. Das erste Wort heißt Long. Ich buchstabiere L-O-N-G, Long. Das Schlüsselwort dazu heißt Body. Ich buchstabiere B-O-D-Y, Body. Long Body, was bedeutet das? Später. Was ist los? Der Bildschirm bleibt leer. Drücken Sie die Fehlertaste. Der Programmverlauf ist korrekt. Der Bildschirm bleibt leer. Ja. Und was heißt das? Dass Sie für die Zeit des Rückfluges von Magellan 1 zur Raumbasis als funktionslos gemeldet sind. Funktionslos? Minus BZBV. Nicht plus minus, sondern nur noch minus. Ballast zur besonderen Verwendung. Zur besonderen Verwahrung, Verbannung. Vernichtung, soll ich als mein eigener Grabstein, als Weltraummüll 1 Million Jahre durch das All rasen? Ich habe damit nichts zu tun. Es gibt Urteile, die vollstrecken sich hier ganz von selbst. Ich begreife es nicht. Warum? Warum haben Sie eine Erklärung dafür, Kommander Arland? Ihr gesamter Einsatz wurde von der HKFC gesponsert. Haben Sie nie daran gedacht, dass der Vater von Furey Ihnen den Tod seines einzigen Sohnes trotz Ihres Freispruchs nie verziehen haben könnte? Ja, jedenfalls hat er es mir nie offen gezeigt. Er schien ganz auf meiner Seite zu stehen. Aber vielleicht haben Sie recht. Vielleicht ist das der Schlüssel zur Lösung des Problems. Ansonsten führen Zeitreisen in die Vergangenheit zurück. Mich hat man mittels Zeitreise in die Verbannung geschickt. Hauptsache möglichst weit weg vom Schauplatz des mysteriösen Geschehens. Und ja, weil man einen Schuldigen braucht und weil erst die Strafe den Anschein der Gerechtigkeit aufrechterhält, macht man mich zum Sündenbock. Aber ich habe Fürr geliebt. Entschuldigen Sie, Kommandant. Schon gut. Sie wollten mir noch die Bedeutung von Longbody erklären. Ja, was? Was gibt es da viel zu erklären? Longbody heißt langer Körper. Das weiß ich. Oder hier zu sein, um dort etwas zu bewirken. Und ich werde dort etwas bewirken. Deine Musik klingt wild und ungezügelt, Eva. Jeder Mensch hat seinen eigenen Schicksalston, einen unverwechselbaren Urton. Es ist ein beschwerlicher Weg, ihn zu finden. Wenn du aber dein persönliches Klangmantra entschlüsselt hast, dann kannst du mit seiner Hilfe deine Elementarenergie in einem sogenannten weißen Strahl bündeln. Du vermagst dich hinter diesem weißen Strahl wie hinter einem Panzer aus Beryllium zu verschanzen. Oder du kannst ihn wie eine Laserlanze auf das Objekt deiner Begierde lenken. Auf ein Objekt deiner Sehnsucht oder deines Vertrauens. Auch auf ein Objekt deines Hasses? Für eine coole Wissenschaftlerin zeigst du erstaunliches Interesse für Dramatik. Ich bin von Berufswegen auf menschliche Phänomene neugierig. Auch auf unmenschliche, ja? Adam wird gleich hier sein. Du hast gesagt, das Diagnosemodul steht nicht unter Fernüberwachung. Nein, die ärztliche Schweigepflicht wird auch an Bord respektiert. Er kommt. Ich lasse euch allein. Wir haben nicht mehr viel Zeit füreinander, Adam. 6 Stunden vor dem Countdown für den Fährenstart werde ich mit meiner Crew in den Marsländer eingeschlossen. Nach der Separierung von der Mutterschiff-Triade werden wir nach 3 Stunden und 21 Minuten Flugzeit in einer Flughöhe von 244 Kilometern in die Lufthülle unseres Bruderplaneten eintauchen. Bis zum Aufsetzen auf der Basis Gute Hoffnung bleiben uns noch genau 6 Minuten und 55 Sekunden. Als ich dich das erste Mal sah, bewegtest du dich wie auf Schienen. Deine Muskeln hatten keine sinnliche Spannung. Gemeinsam haben wir die Klangfelder deines Körpers geweckt. Alles, was du mich gelehrt hast, wird mich an dich erinnern. Deine Biomuse wird weiterleben, wird sich weiterentwickeln, zu vorher nie gehörten Klängen. Die Gewissheit, dich für immer in eine tote Steinwüste, an die erstarrten Gesichter des Mars zu verlieren, ist mir unerträglich. Ja, ich bin eifersüchtig auf die fremde Welt, die du so liebst und der deine ganze Hoffnung und Energie gehört. Ich bin Marsianer geworden. Aus Überzeugung, Eva. Adam, nimm mich mit. In die Fähre? Richtung Mars, bitte. Du würdest es nicht überleben.
Du bist für eine solche Aufgabe nicht trainiert. Als Frostschläferin war ich auch nicht trainiert. Auch mit einer Anti-Red-Out-Kombination würde dein Körper die negativen Beschleunigungskräfte beim Abbremsen nicht aushalten. Und auf der Gute-Hoffnung-Basis gäbe es für dich weder eine Überlebensration noch eine Funktion. Tut mir leid, Eva. Ab heute scheint mich niemand mehr zu brauchen. Ich zähle nur noch als Minus BZBV. Aber das bedeutet, dass du für den Rückflug... Du hast recht. Ich vergeude nur unsere kostbare Zeit. Lass uns Abschied nehmen, Adam. Setz meinen Stirnreif auf. Nur so kann sich mein Klangmantra mit deinem Urton untrennbar verbinden. Ja, sind denn da unten alle übergeschnappt? Die HKFC fordert ein Leser-Hotline-Info über den Tod von Eva Azura. Genaue Todesursache, Todesart, Todesumstände. Als Testamentsvollstrecker fungieren unsere beiden Eurocomputer. Was habt ihr euch da wieder ausgedacht? KI-3, KI-4, ich spreche mit euch. Programmausgabe erfolgt nur nach Eingabe des richtigen Passworts. Vergesst es. Herrscherin über Leben und Tod. Empfinde ich mich als Herrscherin über Leben und Tod? Geht es Ihnen nicht gut, Doc? Das waren Ivas Worte. Der weiße Strahl. Du kannst ihn wie eine Laserlanze auf das Objekt deiner Begierde lenken. Biomusik. Todesmusik. Wovon reden Sie? Wenn Eva mit Adam in Antirelation tritt, gibt es eine Katastrophe. Schnell, Milan, geben Sie Alarm. Wir müssen sie trennen. Sind Sie okay? Was ist los? Was ist mit Adam? Er ist... Hier spricht KI-3. Ich gebe Ihnen die Diagnose bekannt. Auffallend ist, dass der Tote weder äußere noch innere Verletzungen aufwies. Am Tatort wurde die Biomusikerin Eva Azura aufgegriffen. Mordwaffe wurde keine gefunden. Wie kommen Sie zu dieser Diagnose? So lautete der Polizeibericht beim Tode von Finn Ray. Der weiße Strahl hat ihn getötet. Der weiße Strahl. Phil wollte mich verlassen. Um an Bob Rascal heranzukommen, hat er mich als Lockvogel missbraucht. Er hat mich schamlos ausgenützt. Darum musste er sterben. Ich wurde freigesprochen. Wegen Mangel an Beweisen. Man kann für eine Tat nicht zweimal verurteilt werden. Für den Mord an Phil Ray nicht. Aber für den Mord an Adam. Sein Klangmantra hat sich mit dem meinen verbunden. Das ist nicht Mord. Soeben erhalten wir vom Informationszentrum Erde die Nachricht, dass Bob Rascal bei einem Fluchtversuch nach Übersee gefasst und in Untersuchungshaft eingeliefert wurde. Der Boss der Anti-Space Liga wird angeklagt, seine Aktionen und Angriffe gegen die großeuropäische Mars-Mission von Magellan 1 in Sold des japanamerikanischen Konkurrenzunternehmens Plancol durchgeführt zu haben. Das Beweismaterial, das zu Bob Rascals Verhaftung führte, wurde von dem vor 2 Jahren unter ungeklärten Umständen zu Tode gekommenen Phil Ray und seiner damaligen Begleiterin Eva Azura zusammengetragen und erst jetzt als testamentarische Verfügung den Behörden zugänglich gemacht. Beweismaterial. Ballast zur besonderen Verwendung. Plus minus BZBV. Ich habe Phil geliebt. Aber er wollte mich verlassen. Darum musste er sterben.
Genau wie Adam. Das Klangmantra hat ihn getötet. Der weiße Strahl. Nun ist auch für mich das Ende der Eifersucht gekommen. Hier spricht der Kapitän. An alle. Die Absprengung der drei Landefähren erfolgt exakt nach Zeitplan. Nach dem Ausfall von Marsianer Adam übernimmt ab sofort Ersatzmann Snake das Crew-Kommando für Länder 3. In der Reihe Science Fiction als Radiospiel brachten wir Adam und Eva und das Ende der Eifersucht von Jörg Liebenfels.